Der Livebau rückt immer näher und nach einjähriger Pause sind wir natürlich besonders gespannt, wie das Motto für 2017 heißt. Doch bevor uns das verraten wird, bin ich bereits vorab jetzt schon hier im Wien-Museum, denn wir dürfen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu unserer Moderatorin Conny Kreuter werfen, denn die ist dieses Jahr auf dem Cover der Live-Bible zu sehen und wir sind exklusiv beim Umstyling dabei. So kennt man unsere Conny. Eine natürliche Schönheit, die uns tagtäglich die Welt mit ihrer Kompetenz erklärt und auf jeder nur erdenklichen Ebene brilliert. So auch optisch. Ist klar, dass der Gary Kessler und Konsorten auf unsere Fashion-Moderatorin ein Auge geworfen haben. Scheinbar hat ihnen das, was sie sehen, sehr gut gefallen, denn sie wollen Conny auf das Cover der diesjährigen Style-Bibel packen. Wir besuchen sie vor dem großen Shooting in der Garderobe und tauchen ein in die Glitzer-Märchenwelt des Liveballs. Jetzt hat sich schon einiges in deinem Gesicht getan. Erzähl doch mal. Ja, also ich stehe in der Früh immer so auf mit rosa Lidschatten, ein bisschen Glitzer unter die Augen. Der Peter hat das wundervoll gemacht. Ich komme mir vor wie in einem Tim Burton-Film mit so Alice im Wunderland. Ja, Wimpern sind drauf, freaky Farben im Gesicht, weißer Teint und wir sind noch nicht fertig. Exklusiv sind wir ja jetzt bei der Liveball-Präsentation. Quasi hinter den Kulissen, was kannst du uns denn vielleicht schon verraten ein bisschen? Ich meine, dein Make-up verrät irgendwie noch nicht so richtig viel. Genau, also wir sind verrückte Tänzer, so viel kann man schon mal sagen. Und der Rest bleibt natürlich geheim, bis alle dann gleichzeitig davon erfahren dürfen. Aber ihr könnt euch ja hier hinter den Kulissen ein bisschen umschauen. Es sind coole Perücken, ganz tolle Accessoires und Kleider. Und es ist sehr verrückt und bunt und schrill, wie der Liveball ja immer ist. Und ist sehr cool. Mit ein wenig Zauber wird aus der Fashion-Blondine Conny ein Fabelwesen aus dem schrillen Liveball-Universum. Aber was ist denn genau passiert? Ein komplettes Umstyling, kann man sagen. Von der Schminke bis über die Haare. Ich bin ja momentan blond und die wurden mir eben eingefärbt und zurückgesteckt, damit das eine Kurzhaarfrisur ist vom Profil. Vom Make-up her natürlich komplett blass geschminkt und dann mit ganz viel Farbe drüber und Wimpern und Glitzer. Die Fingernägel wurden lackiert und dann kommt auch noch das Kleid. Eine Totalüberholung, kann man sagen.